But will obviously be borne by us. Will obviously. There is no need to say that all additional costs resulting from transport will be covered by. Force majeure, which was due to force majeure, yeah. Que toutes les machines arriveront en bon état. Ok, on continue. Quatre. En exécutant. Ou qu'est-ce que vous avez encore? Qu'est-ce que vous voulez de dire? Hein? En exécutant votre offre, nous savons bien. Les compresseurs ont été embarqués sur la Boston. Sur le Boston. Le bateau quittera le port de Brême. Le. Le bateau. Quittera Bordeaux. Quittera Bordeaux, quittera le port de Bordeaux. Le 22. Et arrivera le 30 octobre à Nouméa. Und wie feierst du heute den Valentinstag? Was schenkt ihr euren Lebensgefährten heute? Was ist das für 15 Jahre? Ja, ich weiß nicht, was man so schenken kann. So. Meine Mama hat mir Herznudeln gekauft. Herznudeln? Ja, ist kreativ. Schutzengel. Was denn? Der heilige Christoph. Also, du hast ein Kettchen und dann einen Ringfinger und einen kleinen Finger. Und die andere Finger und dann einen anderen drei Finger. Und dann nutzt du nur die drei Finger. Wir müssen sie auf und zu machen. Hä, das ist echt was du nicht machen solltest, okay. Du sollst es nicht verkrampfen. Du sollst es dann halt wackeln lassen. Ja, soll ich. Und so zusammenzupressen. Du sollst es ganz einfach hoch. Ja, die Glocke. So, nicht so schlimm. Du darfst nicht beide sehen, du darfst nicht einbewegen. Ich bin hungrig! Ja. Ich glaube nicht, dass du wegkommst. Ich glaube nicht, dass du wegkommst. Weil ich glaube, ich jetzt wegkommst. Das wird ja spät gerade stimmen. Das kann ich nicht merken. Wenn du weißt, wie es geht, dann gehst du. Oder sie ist. Hat jemand doch auf Pauline? Ich hab die gestern aufgemacht und ich hab keinen Bock auf die. Will jemand? Pistazie, Mousse au Chocolat, Mandel, also. Die sind nicht verpestet. Will jemand?
Help yourself! Ja, hier. Ja, du kannst ausspucken, wie es Mülleimer. Ne? Ja, ich will die Augen haben. Oder ich merke es mir, weil ich noch Alkohol drin ist, oder nicht? Keine Ahnung. Hast du die Erdbeeren schon alle gegessen, oder? Die haben wir am besten geschmeckt. Ja, weil die irgendwie nicht schmecken kann. Ich dürfte da nicht reden, weil letztes Jahr, als ich das Jahreszeug bekommen habe, bin ich zum Tee gegangen mit der Team und dem Bannerlehrer. Und so 10 Uhr in der Früh, wir haben uns alle einen Kaffee gestellt. Ja, und meine japanische Lehrerin hat mir erzählt, so, ja, ihr schmeckt Irish Coffee richtig gut. Irish Coffee ist halt Kaffee mit Whisky. Und dann habe ich mir in der Früh 10 Irish Coffee bestellt. Das ist einfach in der frühen Kaffee mit Whisky überall. Ohne Runde nachzudenken. Vollgas. Kann schon machen. Ihr Blick. Keine Angst. Da ist nichts. Keine K.O. zu raffen. Ratten gibt. Scheiße. Ist der wieder, oder? Auf den Kopf, die ist leer. Wenn ich schon dabei bin. Hat jemand Bock auf Pralinen? Muss sie loswerden. Sind sie abgelaufen? Was sind es für Pralinen? Gourmet. Sind die abgelaufen? Das ist alles. Sind hier gleich so Geier oder Fahrer? Alle? Italienische. Nur so Schokolade. Okay, nein. Nein. Nein, Mann. Dankeschön. Ich esse sie selber. Nein, aber das darf ich nicht. Auf Russisch ist das trotzdem zahlen. Das ist mein 19. Ablauf darf ich nicht auf Russisch. Weil die Zahlen auf Russisch umzahlen sind. Nein, Anna. Maria. Entschuldigung. Im Russischen, das war so witzig. Im Russischen steht nicht das Ablaufdatum, sondern das Datum, an dem es produziert wurde. Und dann habe ich das meiner Nachbarin gestellt, da stand so irgendwie so 1.2.2012. Aber die können so ganz viele, also ganz viele Jahre halten. Deswegen dachte sie, wollte sie ein bisschen vergiften. Noch eins übrig, hier. Hier! Zum Valentinstag! Ich wollte zu mir weiter sein. Ich wollte zu mir weiter sein. Genau, ja, und die fährt es so. Der Gary. Ja, das war ein auf den ist immer verlassen. Ich vielen Dank. So. Ich glaube, ich mache mich jetzt ein bisschen fertig für den Valentinstag. Es ist zwar schon fast Ende des Tages, aber was soll man machen, ne? Wie unnötig mir jetzt Lippenstift aufzutragen, wenn ich genau weiß, dass ich mich jetzt einfach voll fressen werde. Aber egal.
So, nachdem ich mich fertig gemacht habe, kann ich mal ein bisschen gucken, was es so zum Essen gibt. Gleich meinen Lippenstift ruinieren. Wir gehen los und gucken, was es gibt im Kühlschrank. Meine. Scheiße. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich meinen Kühlschrank aufmachen werde, werde ich diese Bewegung machen, okay? Das wird so mein Ding sein. Schokolade! Scheiße. Na, ich glaube, ich esse ein bisschen Schokolade. Einfach, um an den Valentinstag zu denken. Und danach esse ich vielleicht was anderes. Weil mit Schokolade, mit Süßigkeiten wird man nicht satt. Okay? So. Ich werde jetzt mal YouTube anmachen, weil ich auf meinem Handy gesehen habe, in meiner App, in meiner YouTube-App, dass ich da ein paar Kommentare bekommen habe von einem... Ich habe 7 Kommentare von einer Person und die möchte ich jetzt beantworten, wenn der Computer mal anginge. Seht ihr? Er hat auch nicht gehört. Er ist angegangen. Dann mache ich mal YouTube auf. Scheiße, okay. Jetzt kann mein Passwort alles wegschalten hier. Oh, ich habe einen Abonnent mehr. Scheiße, das ist richtig Opfer. Ich habe einen Abonnent mehr. Ja, irgendwann mal wird die Zeit kommen, wo ich dann nicht mehr mitzählen kann. Ne? Da, wo ich einfach nicht mehr sehen werde. Da werden einfach Zehntausende pro Sekunde dazukommen. Genießt die Zeit erstmal, wo ich euch allen etwas beantworten kann, euch schreiben kann. Genießt diese Zeit. Oh, meine Analytics. Die sind ja drastisch gestiegen. Ach du Scheiße. 12 ausstehend. Heute, gerade eben waren es noch 6. Oder hatte ich die nicht mehr... Was? Hä? Ich habe ein Video hochgeladen, ja? Niest Challenge. Da habe ich einfach nur genießt. Und dann schreibt eine Person, dachte die ganze Zeit, dass du Englisch sprichst. Echt jetzt? Okay. 11 Kommentare von einem Nutzer namens Evangelist David Schwarz. Haha, bist voll cool, ist echt so, habe jetzt schon seit 2 Stunden Schluck auf, ist so schlimm. Okay. Da wisst ihr, bevor ich das alles vorlese, werde ich diese Kommentare einmal alle genehmigen und dann mit euch zusammen antworten, weil sonst muss ich die alle vorlesen, dann hab ich die schon alle vorgelesen. Und dann muss ich die nochmal alle genehmigen und antworten, nochmal vorlesen. Das ist mir jetzt einfach alles zu viel. Deswegen genehme ich die einfach alle auf den Haken, 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 Haken. So. Achso, ich dachte, ich habe es gerade gelöscht. Nee, doch nicht. Dann gehen wir auf veröffentlichte Kommentare, wie ich in meinem Video, ich habe 0 Abonnenten erzählt habe. Dass die zuerst über Prüfung aussteht und dann sind sie bei veröffentlichte Kommentare. So. Still waiting for the red face challenge. Okay. Haha, bist voll cool. Ist echt so, habe jetzt schon seit 2 Stunden Schluck auf, so schlimm. Aha, okay, dann mache ich einfach nur ein Herzchen. Was soll ich da machen, ey? Du wirst groß rauskommen. Ich glaube an dich. Finde es toll, was du machst. Die Qualität deiner Kamera ist sehr, sehr gut. Ich habe zwar noch nicht viele Videos geschaut von dir, aber mach weiter so, Herzchen. Wünsche dir nur das Beste. Dann mache ich auch ein Herzchen. Dann unter meinem Video 10 Arten von Menschen am Valentinstag. Frohe Valentinstag, Herzchen. Du wundervoller Mensch. Bleib wie du bist, Herzchen. Da gebe ich dir jetzt auch mein Herzchen, du.
Du verdienst auch eine 1. Dann unter meinem Video Lebensfragen, die du dir stellen solltest. Starke Worte. So ist es. Herzchen. Oder gebe ich dir auch mein Herzchen. Und das ist übrigens alles von einer Person unter verschiedenen Videos. Er hat unter 12 Videos kommentiert. Teilweise irgendwie dreifach unter einem Video. Deswegen, er hat sich Mühe gegeben. Ich gebe ihm was zurück, okay? Ich antworte ihm, ja? Dann unter meinem Video 10 Arten von Selbstgesprächen. Viel Erfolg. Diese Herzchen der Augen. Sehr schöne Videos unterhalten mich sehr weiter so. Ausrufezeichen. Da gebe ich ihm auch mein Herzchen. Dann unter meinem Video Rhabarber-Challenge, keine Ahnung, hat er geschrieben, Gott segne Hashtag Rhabarber-Barbier aus de Drababa. Okay, er hat es nicht richtig geschrieben. Rhabarber-Barbier-Bierbar. Da gebe ich dir auch mein Herzchen. Was soll ich da antworten? So, Gott segne dich auch, oder? Dann Hello in 50 Languages hat er geschrieben, Shalom Herzchen. Ich gebe einfach über Herzchen, so ganz ehrlich. Wenn es keine Frage ist, dann gebe ich ein Herzchen. Dann What I Eat in a Week. Week hat er geschrieben, hat er einfach 3 so Smileys gemacht, wie die so die Zunge. Ich zeige euch am Ende diese ganzen Kommentare, glaube ich. Dann unter meinem Video die häufigsten Abnehmfehler hat er geschrieben, kann ich dir bei Instagram schreiben, ich heiße da Gypsy Prince. Scheiße, okay, ja, mein Herzchen. Ich schreibe nicht mit Fremden auf Instagram, ich schreibe nur mit Menschen, die ich kenne. Und ich werde, Leute, ich verstehe das nicht, Leute wollen mich kennenlernen. Habe ich gesagt, dass ich jemanden kennenlernen will? Habe ich gesagt, dass ich jemanden brauche? Habe ich gesagt, dass ich einfach jemanden suche? Nein. Leute schreiben mir, kann ich mit dir schreiben? Kann ich mit dir auf Instagram schreiben? Können wir auf Privatnachricht also rübergehen? Ich denke so, nein. Ich hatte schon mal gesagt, ich bin hier auf YouTube nicht, um jemanden zu finden. Ich brauche niemanden. Ich habe schon alle, die ich brauche. Leute denken, nur weil ich nicht in den YouTube-Nachrichten stehe, dass ich dann so ein niedriges Selbstbewusstsein habe und dann auf alle aufspringe, die mich geil finden und mich toll finden und meine Videos schauen. Dann, ich leide selber an Depressionen, seit ich 11 bin und Angstzuständen, seit ich 14 bin. Heute bin ich 19, es ist wahr, man kann der Seele keine Krankheit diagnostizieren, da wir sie weder sehen noch messen können, wir können es alle überwinden. Ich liebe dich. Bleib, wie du bist, du wundervoller Mensch. Bleib stark, Gott beschütze dich. Ha, ja, okay. Dann unter meinem Video, meine Depressionen, hat er geschrieben, es ist immer noch der gleiche Evangelist, hat er geschrieben, versuch halt immer viele Also er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich irgendwie krass an Depressionen leide. Und deswegen hat er geschrieben, versuch halt immer viele positive Dinge zu machen, die dir Spaß machen. Viele Endorphine freischalten, Dopamine, diese Glückshormone durch Sport, gute Ernährung, Lachen, Spazieren, Gehen, dunkle Schokolade essen, viel trinken, bleib stark, lesen und so weiter. Alter, der hat kein einziges Komma, Punkt oder sonst was hingemacht. Meditation macht dir einen Plan, eine Routine für dein Leben. Ich habe auch einen Plan, ich bringe den bald auf den Markt, wenn alles gut läuft, um Menschen zu helfen. Aber ich muss ihn zuerst ausprobieren an mir selbst. Punkt, Punkt, Punkt. Da bin ich immer gespannt, was du in den Markt bringen willst, du. Ich schaffe das und du auch. Liebe, bleib wie du bist. Herzchen. So, Leute. Ich habe ungefähr vor einer Stunde mir mein Schokoladenstück aus dem Kühlschrank rausgeholt. Und jetzt ist es endlich Zeit, es in den Mund zu nehmen. Hallo.
Ich gönn mir mal was am Valentinstag. Also wenn dieser Evangelist mitschaut, ich mein's nicht böse, also ich habe mir das gerade die Szene angeschaut und es klingt ein bisschen so, dass ich mich da beschwere über irgendwas. Ich beschwere mich nicht. Ich lese es einfach nur vor und ich kommentiere es und ja, ich krieg wirklich sehr viele Kommentare und die meisten sind einfach nur scheiße, komisch, fetischistisch, keine Ahnung. Deswegen, ja, geht's glaube ich nicht mehr schlimmer. Ja. Wenn ihr euch gefragt habt, Gulliversum, wie verbringst du denn deinen Valentinstag? Mit Schokolade, mit Joggingshose? Ja. Alles überbewertet. Diese Spieße immer. Überbewertet. Das ist einfach nur für den Umsatz von der Rosenfabrik und Schokoladenfabrik und keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich höre jetzt ein bisschen. Ich höre jetzt ein bisschen traurige Musik. Oder gibt es eigentlich so Valentinsmusik oder so? Alles mit meinem Kopf. Gibt's sowas eigentlich? Für die Menschen, die zu Hause trauern? Ich gebe mal ein, weil. Valent. Oh, Was ist das, Alter? Was geht ab? Was geht ab? Valentinsmusik. Aha, es gibt nichts. Wieso kommt der Frozen? Ist eigentlich hier, okay. Okay, es gibt Romantic Piano Music and Relaxing Music. Lama Piano Music. Mal gucken, was da rauskommt. Was ist denn das für eine Werbung? Ich bin so richtig so Klischee, Alter, zu Hause. Musik hören. Ja, das ist aber nicht so. Ich will ein bisschen Pep. Also das ist einfach nur zum Einschlafen. Das ist doch keine Valentins-romantische Musik, Alter. Was ist das? Das ist eher ernst, Alter. Für was Romantisches. Oh. Ja, okay, toll. Langweilig, ja. Okay. Davon werde ich aber nicht traurig. Und davon werde ich auch nicht glücklich. Also, muss noch was anderes suchen. Liebesmusik. Ich kann auch nicht eingeben sollen. Was? Also, wenn ich Liebesmusik eingebe und nicht auf Enter drücke, steht da Liebesmusik zum Kuscheln, Liebesmusik instrumental, Liebesmusik zum Nachdenken, Liebesmusik zum Weinen. Ich gebe mal Liebesmusik zum Kuscheln ein. Was gibt's da Schönes? So finde ich keine schöne Musik. Ja, keine Ahnung. Ich will Valentinsmusik, Alter. Spanish romantic relaxing sensual best hits Latin. Oh.
einsame Hütte. Schon geil. Du kennst auch langweilig jetzt. Das nennt sich Spanish Sensual Latin Music. Ist einfach gar nicht relaxing und romantisch. Das ist gar nicht romantisch. Ja, es geht 1 Stunde 40 Minuten, so eine Scheiße. Okay, das war's. Ich geh jetzt Geschirr spülen. Zur Beruhigung. Scheiße, ich muss Geschirr machen. Dann mal gucken, was ich mache. Wahrscheinlich Fernseher an oder mit irgendjemandem schreiben und fragen, ob die genauso allein ist. Ach du Scheiße, Leute, wisst ihr, was ich gerade mitbekommen habe? Ich habe meine Hose falsch rum an. Wer hat gesehen, dass ich hier im Hintern irgendwie so Hosentaschen habe? Ich hatte es vorhin richtig an. Dann habe ich mir gedacht, hä, das sieht irgendwie voll scheiße. Dann habe ich es ausgezogen und habe es mir wahrscheinlich dann falsch angezogen. Jetzt ziehe ich mir das nochmal schnell aus. Ich hoffe, man sieht meinen Arsch hier nicht. Alter, wieso? Das ist mir jetzt schon, glaube ich, zum zweiten Mal passiert. Oder zum dritten Mal. So. Huch. Da-dam. Fertig. Alter. Warum gibt's nichts zum Essen? Ich hab Hunger. Ich will keinen Quark, ich will auch keinen Joghurt, weil ich das meistens am Morgen esse. Und weil ich einfach jetzt süß auf was Geiles hab. Das Einzige, was so einigermaßen viele Kalorien hat, ist ein delikates Edelsalami. Edelsalami. Ich glaube, ich gönnen wir das jetzt einfach aufs Brot oder so. Ähnlich. Und ich glaube, ich tue mir jetzt noch ein bisschen Salat da drauf, damit es etwas gesünder wird. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ja, es ist mir aus dem Mund gefallen. Irgendwie. Ihr habt es ja gesehen. Muss ich das Ganze wieder drauf machen. Geile Scheiße. Mit dem Salat wirkt, nicht wird, sondern wirkt es etwas gesünder. Ich glaube, ich mache mir mal zur Feier des Tages meine Nägel.
Ich habe gerade wieder zwei neue Kommentare bekommen. Wieder von einer Person, von der Nasli IN. Sie hat geschrieben, hab dich abonniert und die Glocke aktiviert. Bester Spruch. Ja, danke, dass du mich so verfolgst. Und dann hat sie gefragt, kannst du mich bitte grüßen? Ich habe dich schon vor 2 Wochen gegrüßt. Du schreibst unter jedem meiner Videos 5 Kommentare. Keine Ahnung, gibst dir meinen Daumen nach oben, hast mich abonniert, keine Ahnung. Aber dann schau dir meine Videos zu Ende an und spul vielleicht nicht vor oder keine Ahnung. Vielleicht hast du das Video auch nicht gesehen. Ich habe dich gegrüßt in dem Nies-Challenge-Video. Und hier nochmal liebe Grüße an Nasli IN. Falls du dieses Video nochmal schaust, doppelte Grüße gehen raus an dich. Oh, ihr habt ja noch nicht meine Nägel gesehen. Das sind die. Das sind die Nägel. ich finde, die sind gelungen. Ich bin normalerweise nicht so ein Mensch, der Nägel trägt. Also, wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht so der Kunstnageltyp. Es gibt ja wirklich Frauen, die gehen jede Woche zum Nagelstudio, machen sich die Nägel neu oder bessern das aus, füllen sich was nach, kleben nochmal was neu, keine Ahnung, pflegen, kleben, was weiß ich. Und ich bin nicht so der Typ dafür. Ich bin da eher wie so ein Mann. Es muss praktisch sein. Und deswegen habe ich auch meistens kurze Fingernägel, weil es einfach, man kann alles damit machen. Mit diesen Nägeln kann man einfach gar nichts machen. Auch wenn die jetzt kürzer, ein bisschen kürzer werden, man kann mit denen nichts machen. Wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr, oder habt ihr vielleicht gesehen, dass ich letztes Jahr künstliche Nägel hatte. Ja, es passiert nicht so oft, deswegen bemerkt man es schnell. Letztes Jahr im Sommer, ich glaube am 30. Juni habe ich mir das gemacht. Genau, am 30. Juni habe ich mir das machen lassen in einem Nagelstudio. Und es hat, glaube ich, 3 Stunden gedauert. Und ich fand das einfach nur anstrengend, scheiße. Ich fand es einfach unangenehm und komisch. Und diese Asiatin, die war richtig, richtig unhöflich. Und keine Ahnung, irgendwie fand ich es einfach anstrengend, so da zu sitzen. Und keine Ahnung, das jede Woche zu machen, auch einmal im Monat, wäre mir einfach zu viel. Und dafür, dass es mir einfach nicht passt, für mich nicht angenehm ist, will ich dafür auch nicht, ja, mich quälen. Also wenn es mir noch gefallen würde. Und ja, dann wäre es was anderes. Aber ich habe es einfach mal gemacht. Das mache ich nicht so oft, vielleicht ein paar Mal im Jahr. Und ja, habe es jetzt einfach mal gemacht am Valentinstag. Ja. Ich hatte so rosa Nägel. Also wenn ihr meine Videos vom letzten Sommer anschaut, ich hatte rosa Nägel. Und keine Ahnung, irgendwie fand ich das jetzt nicht so geil. Die hat es auch nicht so professionell gemacht, obwohl ich wirklich den besten Nagelsalon rausgesucht habe in der Stadt. Und die sind auch relativ schnell nachgewachsen. Das ist normal, dass die Nägel nachwachsen. Aber wahrscheinlich hat die das irgendwie schnell gemacht und ja, nicht ordentlich genug, sodass sie irgendwie ganz schnell ausgewachsen sind. Ich glaube schon nach Tag 3 oder 4 und normalerweise kommt es vielleicht nach 1-2 Wochen. Ja, es hat 1 Monat gehalten, obwohl irgendwie nach 3 Wochen ist mein erster Zeigefinger abgefallen und ich konnte den Rest nicht abmachen. Und mit diesen, also wenn man seine Nägel im Nagelstudio machen lässt, dann muss man extra in ein Nagelstudio fahren und sich das von denen entfernen lassen. Und ne. Dann bin ich mit diesen 9 Fingernägeln rumgelaufen, habe gewartet, bis die selber abfallen und keine Ahnung, das ist einfach unnötig. Wenn diese Fingernägel abfällt, wenn zum Beispiel ein Fingernagel von diesen abfällt, dann kann ich das leicht abmachen. Also ich reiß mir die nicht ab, aber man kann das schon machen, ne? Und ich finde es einfach nur anstrengend und komisch. Man kann nichts damit machen. Das ist einfach nur so anstrengend. Ich weiß nicht, wie Frauen das lieben. Ich verstehe das nicht. Ja, das sind auf jeden Fall meine fertigen Nägel. Ich finde es schön.
Das muss jetzt nicht sein, aber ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, gemacht. Und ich hatte vor, ein ASMR-Video zu machen. Und jetzt, wo ich die Nägel habe, habe ich schon einen Klang mehr. Solange ich den Nägel habe, solange die halten, eine Woche vielleicht oder zwei, muss ich das für alle Videos ausnutzen. In allen Videos meine mit meinen Fingernägeln herumwinken. Ja, vielleicht mache ich mit denen ASMR, vor allem für meine fetischistische Gemeinschaft hier auf YouTube. Ja. Ah, ich wollte euch noch mein Valentinstagsgeschenk zeigen. Wartet kurz. Was denkt ihr, was es ist? Was denkt ihr? Ich denke, jetzt kommen so die kreativsten Ideen. Ich löse auf. 1, 3, 2, 1, 0. Scheiße! Könnte so mein Thumbnail werden. Mein Anzeigebild. Auf jeden Fall ist mir egal, auf welche Sprache das ist. Das ist einfach schön, weil hier einfach alles Mögliche dran steht, von der ersten Klasse bis, keine Ahnung, zur Uni, Richtung Mathe 2, keine Ahnung. Hier steht einfach alles drauf, von A bis C, und ich finde es einfach schön, weil am Ende hier sind hier auch Lösungen. Meine Lieblingsseiten. Und ja, hier ist einfach alles schön erklärt mit Zusammenfassungen und ich finde es gut. Ich glaube, das hat er irgendwie aus so einem Flohmarkt gefunden. Weil hier steht auch noch D-Mark, also deutsche Mark. Sieht man das? Also, wo steht das? Hier, gell? Sieht man das? Hier, deutsche Mark. So leuchtet hier. Deutsche Mark. 10 deutsche Mark. Ja. Ich finde es gut. Was ich zum Beispiel hasse, ich glaube, das gibt es einfach nur in deutschen Büchern. Sowas einfach. Diese ganzen Mengenangaben und so. Seht ihr das? Wartet. Wo steht das? Also sowas hier zum Beispiel, wenn es Mathematikunterricht gibt. Für die ist es wahrscheinlich sehr interessant. Also sowas hier immer. Das hier, ich finde das so unnötig. Also, keine Ahnung, also. Ich finde es einfach nur scheiße, ehrlich gesagt. Ich check das einfach nicht, ich muss mir das einfach alles anschauen. Seht ihr das? Also das hier alles. Ich finde es einfach unnötig. Und ja, wenn ich mir das schon alles anschaue, dann kommt natürlich eine große Euphorie hervor. Gleichungen, Ungleichungen. Ja, hier gibt es alles Mögliche. Lineare, Algebra. Scheiße, Sachaufgaben. Also die ganzen Parabeln, Alter. Seht ihr das? Die ganzen Parabeln. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, diese ganzen Cosin-Integralrechnungen. Ich zeig das immer her, weil es gibt immer Menschen, die sagen so, ja, zeig mal her, die immer so interessiert sind, deswegen zeige ich das einfach mal. Komisches Licht irgendwie seit letzter Zeit. Es blendet irgendwie. Ja, was gibt's hier noch zu zeigen? Diese ganzen Linien da. Ja, bestes Valentinstagsgeschenk aller Zeiten. Ich freue mich, ich brauche das, ich will das, ich liebe das. Gestörte Menschheit. Ja.
das umfassende, zuverlässige Nachschlagewerk der Mathematik, maßgebend für Schule, Studium und Beruf, mit tausenden verlässlicher Angaben zu allen wichtigen Gebieten der modernen Mathematik, von den Grundrechenarten bis zur höheren Mathematik mit dem mathematischen Formelapparat, mit Aufgaben und Lösungen, neu, übersichtlich, leicht verständlich. Der große Ratgeber. Der große Ratgeber. Ja. Was kann ich euch noch zeigen? Also, hier stehen halt immer diese ganzen... Mache ich hier eigentlich so ein Buch in die Präsentation oder was? Was ist das? Dekadische Logarithmen der natürlichen Zahlen. Wie schön. So viele Zahlen auf einmal. Das ist doch geil. Boah, gibt's hier extra so eine... Alter, hier gibt's eine Taschenrechnergeschichte. Die geschichtliche Entwicklung von einem Taschenrechner. Ah, hier steht nochmal alles. Zum Beispiel, wie man einen Taschenrechner anwendet. Jetzt zeige ich es eigentlich. Kann man es eigentlich noch kaufen? Ich habe keine Ahnung, ob man es noch irgendwo bestellen oder kaufen kann, falls ihr dran interessiert seid. Oh, numerische Mathematik. Keine Ahnung, was ich euch noch zeigen soll. Also, ich habe, glaube ich, schon ja, alles gezeigt. Schlagt einfach irgendwie so ein Online-Mathe-Buch nach. Ich kann euch hier nichts Besonderes zeigen. So, das ist das Buch. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Was ich noch sagen wollte. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange dieser... Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Vlog dauert. Ich schätze mal eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger. Ja. Nächste Woche ist mein YouTube-Tag. Also ich mache auf jeden Fall, ich habe mein erstes Video am 22. Februar hochgeladen. Das war mein erstes Video. Ich habe das allerdings offline gestellt, weil ich da noch was bearbeiten muss. Da habe ich nämlich was verraten, was ich nicht verraten wollte. Aber es kam am 22. Februar online. Mein zweites Video war ABC der Ängste. Aber das habe ich dann bearbeitet und dann hat es sich verschoben vom Datum her. Und jetzt wird mein zweites Video, das jetzt angezeigt wird, ist deutsche Wörter, die wir bislang falsch ausgesprochen haben. Einer meiner beliebtesten Videos. Das ist jetzt einfach an zweiter Stelle, aber ist jetzt einfach egal. Und das kam irgendwie am 15. März. Deswegen verwechselt es nicht. Nächste Woche ist mein YouTube-Tag und es sind 2 Jahre. Es ist viel für mich persönlich. Für den anderen so, ja, 2 Jahre ist ja nicht viel. Ja, eigentlich schon. Für mich ist es viel. Es fühlt sich an, als ob ich gerade gestern angefangen hätte. 2 Jahre ist schon viel, finde ich. 2 Jahre lang YouTube-Videos hochgeladen. Ich finde es viel. Also, ich weiß nicht. Ich denke einmal, ich werde dieses Video an dieser Stelle mal beenden. Und ich werde es wahrscheinlich jetzt mal schneiden, denke ich. Ich denke, dass ich das jetzt schneiden werde, weil ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Schlafen gehen. Es ist 9:30. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe heute. Ich werde es versuchen. Ich möchte es diese Woche hochgeladen haben. Wahrscheinlich irgendwie am Sonntag, aber ihr werdet es eher an dem Tag sehen. Ist jetzt egal. Ich denke, es wird dann am Sonntag online kommen. Ja. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es kommen gerade, ich weiß nicht, wie das sein wird, nachdem ich das Video hochgeladen habe, aber gerade ist es so, dass ich inaktiver bin. Also so kann man das jetzt auch nicht nennen. Ich lade trotzdem 2 bis 3 Videos die Woche hoch, bloß nicht mehr alle 2 Tage wie vorher. Das habe ich ja irgendwie ein halbes Jahr lang gemacht, wenn nicht sogar mehr. Und manchmal ist es so, dass ich das nicht einhalten kann, weil es einfach viel ist. Ich bin auch niemandem etwas schuldig. Dann gibt es halt eben Sachen, die wichtiger sind. Und es kommen trotzdem Videos online und ich habe keine bestimmten Tage, deswegen müsst ihr einfach meinen Kanal abonniert haben und die Glocke aktiviert haben. Ja. Manchmal kommen halt eben weniger Videos, weil ich viel zu tun habe. Ja. Das ist halt einfach so. Ich kann da nichts dagegen machen. Es gibt
halt eben Dinge, die an erster Stelle stehen und je an zweiter Stelle stehen. Für mich ist YouTube meine größte Leidenschaft, aber es muss nicht sein, sage ich mal so. Also ich werde es machen, ich will es machen, aber manchmal gehen Dinge einfach vor und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ja, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke. Leute, schaut mal, wie lang mein Video geht. Ich habe mich jetzt zum Schneiden gesetzt und es geht einfach eine Stunde und zwei Minuten. Ich gucke jetzt einfach, ob ich was wegschneiden kann. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr großer und langer Vlog.